Hallihallo, ich begrüße euch wieder recht herzlich zu Let's Play The Legend of Dragoon. Das letzte Mal haben wir dem Götterdrachen in den Allerwertesten getreten und Lloyd ist mit seinem Dragoons-Bild einfach so abgehauen. Und das können wir doch nicht zulassen, denn ja, das ist einfach nicht gut. Also gehen wir doch ihm mal hinterher, nachdem wir diesen dummen Viechern erklärt haben, dass man uns nicht aufhalten sollte, während wir die Welt retten wollen. Denn das ist nicht gesund. Wahrscheinlich die Zusätze kann ich noch. Yeah. Mist. So viel zu diesen Zusätze kann ich. Egal. Ja, bald wieder. Hat wieder irgendwer irgendwo ein Level-Up? Und Haschell habe ich gesehen, er sollte sich mal heilen. Naja, egal. Wo gehen wir hin? Ich würde sagen, wir gehen wieder zurück in den Kristallpalast. Da der Götterdrache ja jetzt mal so tot ist. Und ja. Die wollen uns irgendwie aufhalten. Aber das werden sie nicht schaffen. Nein. Denn ich bin gut. Also wir sind gut. Wieso nimmt der so viel Schaden? Weißt du nur so? Da. Ja, wie heißt ich? Und da hält sich auf. Ja, doch. Ich habe gar nicht so viele Versionen davon getragen. Na gut, da hat es sowieso mit all seinen Rüstungen einfach overpowered. So, Herr Schön, du darfst. Bärenstock! Nee. Totaler schlecht. Boah! Shit! Der hat Schaden gemacht. Boah! Ui, das, also das ist das war. Boah, so. Ui. Das war Schaden. Yep. Aus das Englische mache ich einfach besser. Blazing Dynamo! Das ist ein Funken-Dynamo. Ja, egal. So, wer hat eigentlich den nächsten Kongolist? Nahe an einem Level-Up. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. So. Dun, dun, dun. Ah, jetzt müssen wir wieder da hinrennen. Jetzt kommt gleich ein Kampf oder auch nicht. Wow, was? Lloyd! Wow! Tat, Rose? Mist! Ich wusste nicht, dass er ein Wingli ist. Rose? Rose, komm schon! Kannst du mir sagen, wer ich bin? Ich dachte, du wärst tot. What the f? Hä? Keine Angst. Ich bringe es in deinem Sinn zu Ende. Wir haben diese Welt wieder zusammengeführt. Ich lasse nicht zu, dass sie sie ruinieren. Virage, Embryo, der Mond mit dunkler Macht. Dunkler Macht? Redest du vom schwarzen Monster? Nicht vor 18 Jahren.
Bleib hier. Kümmere dich um das. Dein Vater ist ein starker Mann. Du trägst seine Stärke in dir. Deshalb kannst du auch alleine hier warten, ja? Wohin gehst du? Ich gehe zurück ins Dorf, um zu kämpfen. Wirklich? Ich werde zusammen mit deinem Vater deine Heimatstadt beschützen. Führe ein gutes Leben. Mama? Papa? Das ist Papas wichtiger Glitzerstein. Mama. Papa. Zählt 108 Jahre, und wenn der Mond, der nie untergeht, rot glüht, steigt das Mondkind zur Erde hinab und spendet der Welt einen heiligen Segen. Vesta sagt, was wirklich erscheint, ist nicht das Mondkind, sondern das schwarze Monster. Welche Beziehung besteht zwischen dem schwarzen Monster, das alles zerstört, und dem Mondkind, das die Welt segnet? Rose, was weißt du über all das? Dad! Rose! Oh yeah, Wingly Airlines. Endlich, ich habe euch gefunden! Oh Mann, Rose! Sie ist ohnmächtig! Geh zurück! Ich trage Rose zuerst! Blaze first. Nicht fallen lassen! Nicht fallen lassen, Beru! Lass mich bloß nicht fallen! Mist! Ich bin geschlagen! Oh. Es ist meine Schuld, dass ich ihn habe entkommen lassen. Ich möchte mich entschuldigen. Es war nicht deine Schuld, Rose. Niemand von uns wusste, dass er ein Wingling ist, der zaubern kann. Keine Sorge, wir fegen schon raus, wo er hingegangen ist. Wo zum Teufel ist Konrad? Das denke ich auch. Lloyd ist immer noch hinter den Göttermond-Artefakten her. Miranda, du musst es nicht vor uns geheim halten. Erzähl uns von dem Göttermond-Artefakt in Milses Sohn. Das ist doch sonst nicht deine Art, Miranda. Zögere nicht. Ich nehme an, ihr habt recht. Es hat keinen Sinn, es geheim zu halten. Die Göttermond-Artefakte stammen angeblich von den Windows. Und man sagt, in ihrem Inneren ruhe eine gewaltige Zauberkraft.
Das ist auch der Grund, weshalb man es nie herausnimmt. Ein nationaler Schatz, der immer streng geheim gehalten wurde. Es wird der Mondspiel genannt. Die jeweiligen Thronfolger waren immer der Schlüssel, mit dem man das Siegel öffnen konnte. Oh, das darf nicht sein! Königin Theresa ist in Gefahr. Holy crap! Da wollen wir doch mal gehen. Wo ist noch mal der Ausgang? Ich glaube hier oben. Und ein Kampf! Yay! Noch mehr Monster in den Arsch versuchen. Wow! Haben wir die schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Super Seedrache. Boah. Holy moly. Super Seedrache. Das ist ein Name. Ja, der ist. Eindrücklich. Super Seedrache. Und Schaden machen sie auch. Ja, ich höre da schon auf zu jetzt. Gut, du nimmst die. Ein bisschen zu spät. Boom. 1005. Yay. Magma-Spurgel. Klingt nett. Das ist Feuerangriff für alle Multi. Ja, ich kann ihn. Aber die Nicht-Blitzer ist sehr stark. Gibt's auch. Nicht für alle. Starke Ausnahme für alle. Tanzstrahl. Habe ich irgendwas Feuermäßiges? Das ist Donnerangriff. Dunkel, Licht, Licht habe ich schon. Nee, dann tausche ich das mal so. Ja. So. Gut. Boah, manchmal leckt das aber Sackgasse rum. Kampf? Nein. Wo war nochmal der Ausgang? Kann man hier nicht irgendwo Exit hinten schreiben? Bitte? Da zum Beispiel? Exit? Ja? Nein? Vielleicht? Je nachdem? Mist. Hat eine, wieder eine mordsmäßige Spinne. Ach nö, dann lasse ich Hashtag haben. Das ist nur noch so ein Zusatz zu nehmen. Jawoll. Dann habe ich den Ball auch auf Stufe 5. Wieder zu spät. Das ist immer die gleiche Stelle, immer die gleiche Stelle, immer die gleiche Stelle, immer die gleiche Stelle. Dann muss ich das wohl dann offscreen trainieren. Boah. Denn das kann manchmal Zusätze trainieren, kann Nerven auch heimlich sein. Ja. Also, nee, das geht so. Yay, richtig? Falsch? Richtig. Denn wenn man die ganze Zeit kämpfen muss und mit dem gleichen Charakter angreifen, weil man die Zusätze nicht schafft, dann... Yeah.